Hallihallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 4 und wir dürfen jetzt ein Zelt benutzen. Das hätte ich ja natürlich auch machen können, bevor ich jetzt in die Aufnahme gehe, aber ist ja egal. Jetzt benutzen wir ein Zeltchen. Haben wir auch gerade erst bekommen eins, dann können wir das auch benutzen. Dafür sind die Sachen da, zum Benutzen. Manchmal bin ich ein bisschen sparsam, immer merke ich. Aber es gibt dann so Zeiten, wo man alles auf einmal braucht und dann auf einmal hat man doch nichts mehr. Ah, und hier ist immer noch eine Kiste. Und diese kleinen Verstecke hier. Oh Gott, ein Grab. Was steht da? Wieso ist hier ein Grab? Das verheißt nichts Gutes. Blutschwert aus der Schatzkiste. Doch, der Feind hat auf der Lauer gelegen. Ach, das hätte man es geahnt. Ja, es sind ja nur diese Dinger. Kriegen wir doch locker hin. Diese kommen doch sowieso schon die ganze Zeit. So, der andere ist auch dran. Auch sogar daneben. Selbst wenn er getroffen hätte, wir sind ganz gut geschützt. Kloppen wir jetzt noch gleich drauf, bis Kane kommt. Du kannst auch nochmal draufhauen. Oh, daneben. Pech. Da kommt Kane. Und weg ist er. Weg ist er. Juhu, Rosas Stufe wieder angestiegen. Aber warum ist hier so ein Grabstein? Und nichts, was da steht. Voll komisch. Na gut. Ach so, vielleicht sollte ich auch mal speichern zwischendurch. Das wäre irgendwie vielleicht ganz klug. Genau, genau. So. Was sagt der Cecil eigentlich jetzt immer in seinen Gedanken? Das eblanische Königspaar ereilte also dasselbe Schicksal. Mhm. Dann gehen wir mal hier oben lang. Hier waren wir noch nicht. Ach, wer ist denn hier? Oh, lass es nicht den Doktor sein. Ich glaube, ich habe den Doktor gerade gesehen. Der Doktor! Ich will nicht! Der ist der Schlimmste von allen. Ist Cecil versteinert? Nö. Da hat der steinerne Blick ja nicht viel gebracht. Kanes Stufe angestiegen. Wieso ist der Doktor denn da? Endlich treffe ich auf dich, Rubikante. Ach nee, es ist der Prinz, ne? Ich dachte gerade, es ist der Doktor. Endlich treffe ich auf dich, Rubikante. Auf diesen Tag habe ich gewartet. Kenne ich dich? Ich bin Edge, der Prinz von Eblan. Edge, Prinz von Eblan. Eblan, worum geht es? Das wirst du gleich spüren. Rubikante. Vielleicht spricht man ihn auch eher Rubikant aus, habe ich gerade gedacht. Wir können nichts machen, wir können nur zugucken. Wie erbärmlich. Ich zeige dir, wie man mit Feuer umgeht. Feuerwirbel. Verflucht seist du. Deine Stärke mag deinen Stolz entsprechen, aber du bist nicht stark genug, um mein Gegner zu sein. Komm wieder, wenn du stärker geworden bist. Ich warte auf dich. Warte, bleib hier! Bist du in Ordnung? Bin ich nicht. Ich habe verloren und er ist entwischt. Wir sind auch hier, um Rubikante zu stellen, um ihm die Kristalle abzunehmen. Haltet euch da raus, ich werde mit ihm abrechnen, ich ganz allein. Aber er ist ein Elementarfürst. Du hast doch am eigenen Leib erfahren, wie stark er ist. Pah, haltet mich ja nicht für einen verweichlichten Prinzen. Die eblanische Königsfamilie überliefert seit jeher alle Geheimnisse der Ninja. Ich brauche eure Hilfe nicht.
Das reicht jetzt. Ich will keinen weiteren Tod mehr mit ansehen müssen. Zuerst Tella, dann Yang und auch noch Sid. Es reicht. Aber ich... Rydia... fängt sie an zu weinen. Unser Gegner ist der stärkste der vier Elementarfürsten. Ich kann euch nicht versprechen, dass wir siegreich sind. Aber wir haben keine Wahl. Wir müssen ihm die Kristalle entreißen. Ich kann natürlich unmöglich die Tränen eines so schönen Mädchens ignorieren. Dann lasst es uns gemeinsam tun, aber nur dieses eine Mal. Ach, du kannst kaum laufen und bist doch arrogant, wie es nur geht. Rosa, hättest du die Güte? Vitra! Danke, meine Teuste. Ach, du schmeichelst dem Auge. Auch du schmeichelst dem Auge. Ist er denn feiner? Nachdem wir jetzt also Freunde sind, lasst uns diesen Turm stürmen. Ja, alleine kriegst du es ja nicht gebacken, nee. Das klingt schon besser. Der Ninja Edge hat sich angeschlossen. Ah ja, wir haben also einen Ersatz mal eben für Yang bekommen. Sind die jetzt echt wirklich für immer tot und versteinert und weg? Das ist also Rubikante, der letzte von Golbes vier Elementarfürsten, denkt sich Cecil. So, dann können wir den ja gleich mal flott ausrüsten. Kunai. Aha, wie cool. Der ist auch schon gut ausgerüstet, wie man sieht. Könnten ihm noch ein bisschen mehr Stärke geben hier. Boah, das machen wir mal. Geben ihm mal die Riesenhandschuhe. Wunderbar. Ah ja. Na dann. Oh, Turm von Babel, Untergeschoss 1. Will ich da jetzt eigentlich schon hin? Mach einfach mal, ne? Wie gelangen wir in den Turm? Ha, schon vergessen, dass ich ein Ninja bin? Nee. Los geht's. Oh, der hat ja was drauf. Ist ja interessant. So, dann nehmen wir die auch noch mit Einhorn. Ich hab ein Einhorn. Das letzte Einhorn habe ich bekommen. Jetzt dürfen wir also gegen Rubikante kämpfen. Na toll. Jetzt dürfen wir hoffentlich vorher nochmal speichern, ja? Das wäre nett. So, was sind das denn hier für welche? Komm, wir greifen mal an. Einfach mal erstmal angreifen. Wir machen die mal confused. Und wir. Tja, ich weiß nicht, was mögen die nicht? Ich versuch's mal mit Eisra. Zumindest bei der Oma hier. Und wir können stehlen. So, ich möchte das eigentlich auch mal aufheben hier, aber ich kann nicht. Ich habe doch hier so Medica und so, oder nicht? Analyse, Medica. Ich weiß nicht, ob das hilft. Habe ich das wieder aufgehoben? Och nö. Sehr schön. Gut, dass er nochmal gesprungen ist. Ja, das hat nicht so viel geholfen. Vielleicht Eisra. Ich weiß es nicht. Jetzt beten wir erstmal hier eine Runde gegen an. Bei den anderen ist dazu schon auch schon aufgehoben, Gott sei Dank. Mithril-Messer gestohlen. Aha. Voll der coole Ninja. Aber Eis hilft anscheinend auch nicht so, ne? Wir springen nochmal. Und greifen an. Achso, das war's schon. Sehr schön. Oh Gott. Kommen wir damit nicht klar, wenn hier unsere LP ohne Ende sinkt. Dann wird man immer so hektisch. Ja. Komm, ballert uns einfach alles rein. Kein Problem.
Och Mann. Was soll das denn? Okay, Eis mögen die auch nicht so, weil das Eisschwert hat auch ganz gut geholfen. Das ist gut. Bei ihr so, ja, naja. Kane beleben wir mal wieder. Das ist auch weg, das Vieh. Ah, Rydia ist ein bisschen durcheinander, die Gute. Was haben wir denn von ihr mal gestohlen? Oh, Diebstahl fehlgeschlagen. Schade. Und sie kontert mit einer Ohrfeige. Das ist ja nett. Oh, jetzt bringt sie ihn auch noch um, den Edge. Hat er gleich die. Er hat gleich die Rache bekommen, ne? Für seine Anmachversuche. Hat sie ihm gleich eine geohrfeigt. So, geht gar nicht. Weg mit ihm. Jetzt dürfen wir den erstmal wieder beleben. Ja, da hat Rydia keinen Bock drauf, ne? Das muss man auch einfach mal verstehen. Da ist so ein bisschen mal geheilt. Würde mich aber wundern, wenn man hier nicht mal speichern kann. Da geht's rein. Ich laufe hier trotzdem gerade mal eine Runde. Turm von Babel unter Geschoss 1 vollständig. Das ist ja schön. 5 Bomberfragmente erhalten. Und was ist hier? Silbersandohr. Okay. Und natürlich ein Angriff. Was sonst? Gott sei Dank nur von diesen blöden Katzenviechern 2 Stück. Wieso trifft sie eigentlich nie? Oder hat sie keine Pfeile mehr oder was? Sollst du dich nicht hübsch machen, Rosa? Du sollst mit deinem Pfeil mal treffen. Das wäre auch ganz schön. Oh, 2 Schritte gelaufen, ey. Und derselbe doofe Kampf nochmal. Nervig. Vielleicht triffst du ja jetzt mal Rosa. Beweis es uns. Nö, auch daneben. Ich check gleich mal ihre Pfeile. Wenn nicht in 2 Sekunden wieder ein Kampf kommt, natürlich. So. Turm von Babel Untergeschoss 2. Genau, das wollte ich jetzt. Ausrüsten. Dunkelpfeile. Da habe ich noch von. Warum? Und Eispfeile? Nehme ich mal Eispfeile? Ich nehme mal Eispfeile. Dann so. Gucken wir mal, was hier so los ist. Angriff von hinten. Das ist ja auch wieder nett. Bam, kriegen wir gleich erstmal wieder voll eine reingedroschen. Ich weiß nicht, was die abkönnen und nicht abkönnen. Das weiß ich gerade nicht. Wir greifen an mit Edge und machen mal Bio auf sie hier. Das findet sie auch nicht so geil, oder? Die Oma. Nennen die immer so. Ach so. Oma ist nicht so stark. Sind aber auch immer stark. Ich weiß noch, wie wir einmal auch mit denen gekämpft haben und damals gestorben sind. Das war nicht so toll. Wieder fehlgeschlagen leider. Der Diebstahl. So, wir kloppen mal drauf.
Na komm. Na geht doch. Cecils Stufa. Was ich immer sage. Und Rosas Stufe. Und sie kann Vikra. Das ist ja cool. Und Edge Stufe ist auch angestiegen. Unser neuer Typ, der hier dabei ist. Hier ist noch eine Kiste. Ogertöter aus der Schatzkiste halten. Doch der Feind hat auf der Lauer gelegen. Was ist denn ein Ogertöter? Das klingt ja auch wieder cool. Und wir hatten auch irgend so ein Blutschwert, ne? Fällt mir gerade ein. Ach nee, das sind ja voll viele. Ich glaube, da beschwöre ich gleich mal. Beschwöre Titan. Damit wir mal wieder eine coole Beschwörung sehen. Und dann dauert das auch nicht so lange, hoffentlich. So, da beschwört Rydia Titan. Gaias Zorn. Jawohl, einer ist schon mal weg. Der nächste ist weg und jetzt noch der letzte. Den kriegen wir auch hin. Jawohl, das war gut. Da kriegen wir den Bacchus-Wein für. Hier geht's aber nicht mehr weiter. Es nervt immer so ein bisschen, wenn die Gegner so übelst stark sind, so dann zieht sich das echt in die Länge, aber es trainiert natürlich auch. Von daher, ja. Kannst du mal die komische Katze hier platt machen? Ja, so, endlich. Ich glaube, ich mache das so, dass ich wieder einen Cut mache und ich schalte einfach wieder dazu ein. Auch wenn ihr die Karten jetzt hier nicht vollständig seht, wenn ich was gefunden habe Interessantes, sage ich euch Bescheid im Nachhinein und laufe erstmal weiter. Mal gucken, wie weit ich überhaupt laufen muss, damit wieder was Spannendes passiert. Also, bis gleich. So, weiter geht es, Leute. Es ist zwar immer noch nichts Spannendes passiert, aber ich habe eigentlich das komplette Untergeschoss 3 und Untergeschoss 4 vollständig. Und jetzt gehen wir mal durch die Tür. Vielleicht gibt es auch noch Untergeschoss 5. Okay, ich hätte es mir denken können. Aber ich könnte mir vorstellen, da ich gerade eben erst eine Hütte benutzt habe und gespeichert habe, dass es vielleicht bald jetzt soweit ist. Ich mache mal Protes auf alle. Ich stehe mal. So, wunderbar. Diebstahl leider fehlgeschlagen. Hier wird viel rumgekämpft gerade. Gekämpft, um es mal so zu sagen. Nichts anderes. Ich habe noch eine Waffe für Edge gefunden. Das war ganz cool. Oh, 7000 hat er gemacht. Das ist natürlich cool. Hier, mach mal Gemach. Ganz Gemach.
erzähl doch mal was. Nicht wieder fehlgeschlagen. Oh, wieso schlägt das immer fehl? Wozu ist dieser blöde Diebstahl dann gut? Er hat auch noch eine Ninja-Fähigkeit bekommen. Der Edge hat einige Ninja-Fähigkeiten, die er einsetzen kann, aber noch habe ich keine von denen überhaupt ausprobiert. Das ist immer so ein bisschen, wenn dann so ein schwerer Kampf gleich kommt, dann, ja, dann weiß ich auch nicht. Und wir haben es geschafft. Sehr schön. Waren auch nicht wenig. Die sind jetzt aber auch gut ausgerüstet eigentlich. Also sind ganz gut dabei. Unsere Leute. Oh, ich könnte mir vorstellen, dass es gleich soweit ist. Hier im Verein. Wir machen die mal erstmal alle platt. Ja, ja, ja. Ich habe es verstanden. Ihr seid voll die coolen Zauberer. Macht uns voll fertig. Wir machen euch aber auch fertig. Mit ihr fangen wir schon mal an. Es wäre auch cool, wenn er kontern könnte. Der Kane, der macht nämlich gut Schaden. So, eine von euch dreien ist schon mal weg. Hat der Reflekt gezaubert? Das ist immer blöd. Dann geht das nämlich auch auf uns. Nö, ne? Nö, alles gut. Schön. Dann machen wir die Katze mal platt hier. Bleibt nur noch er hier. Da macht Bio hier der Arsch. Ach, das hat der gemacht. Ach so, ach so. Ach so, er ist schon tot. Sehr schön. Gut, 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 gut. Alles in Ordnung. Nur die erste Stufe. Ich habe wieder zugeschaltet, weil ich halt keine Ahnung habe. Oh, oh. Jetzt geht's los hier. Edge. König von Eplan. Vater, Mutter, der Himmel sei gepriesen, du lebst. Ihr auch. Komm, Edge. Ja, komm mit uns. Hä? Wohin denn? In die Hölle. Vorsicht, Edge. Ah, und genau jetzt, wo es spannend wird, werde ich leider einen Cut machen und wir sehen den spannenden Kampf hier mit denen im nächsten Part von Final Fantasy IV. Bis dann und schaltet wieder ein. Tschüss.